Heute ist großer Projekttag von dem Projekt Profivereine machen Schule. Und ausgewählte Grundschulen des Projekts sind mit einzelnen Klassen hier und lernen jetzt kennen, dass sie nicht nur an ihrer Schule grundsätzlich einen anderen Schulsport haben, mit einer Sportart, wie halt bei uns Basketball, sondern lernen auch die anderen Sportarten kennen. Die Idee ist total simpel. Trainer der Profiklubs unterstützen den Sportunterricht der ersten, zweiten Klassen. Auf der Grundlage gibt es dann in der jeweiligen Kernsportart ab der dritten Klasse AGs, dass die Trainer 16 Stunden an den Schulen tätig sind. Das sieht so aus, dass ein Trainer der Füchse Berlin bei uns regulär im Unterrichtsgeschehen beteiligt ist. Und er ist dort doppelt gesteckt mit einem Kollegen. Und die beiden führen dann die Sportunterrichtsstunden gemeinsam durch. Das denke ich schon, dass Kinder relativ schnell erkennen, wenn jemand in der Lage ist, sein professionelles Fachwissen einzubringen. Und insofern wird der Trainer Roy Kallweit von den Füchsen Berlin bei uns sehr gut angenommen von den Kindern. Sie spüren einfach, wo Fachkompetenz ist und nehmen das sehr gut an. Sind sich alle Ballspielsportler einig? Das war der Kern, dass vor einzelnen Sportarten man prinzipiell arbeiten muss, dass halt mehr Kinder einen anderen, schöneren Zugang kriegen zu Sport. Die Kollegen sind sehr froh, dass der Trainer von den Füchsen inzwischen im Schulgeschehen integriert ist. Er ist sehr gut eingebunden ins Kollegium. Bei den Eltern und den Schülern kommt die Aktion auch sehr gut an und wir sind dabei, das Ganze auch noch weiter auszubauen mit verschiedenen Aktionen innerhalb der Schule.